Wenn man sich die Wirklichkeit anschauen will, dann muss man auch außer mit der Beschränktheit der Sinne des Körpers die Vorstellungskraft und die Fantasie und das innere Auge mit zur Hilfe nehmen. Die Technik durch Messgeräte muss man auch mit zur Hilfe nehmen. Man muss außerdem die komplexen Systeme, die es nicht nur in der Natur gibt, sondern auch in abstrakten Gebilden wie Gesellschaftsstrukturen oder Wirtschaftsstrukturen zum Beispiel, dort muss man durch Statistiken und wertvolles Nachdenken und durch ein gedanklichen Vorstellungen über das System diese Strukturen begreifen und hoffentlich ausdrücken können. Der Mensch will Ordnung in der Natur sehen und Strukturen oder Systeme künstlich ordnen. Der Verstand ist vor allem ausgerichtet auf logischen Denken. Wir sehen Wirkungsweisen von Systemen durch Zusammenhänge der Dinge, die wir ergründen. Wir setzen zwischen den Inseln der Erkenntnisse durch Fantasie und Vorstellungskraft und durch Hilfsmittel wie die Mathematik setzen wir Verbindungen zwischen den Inseln der erkannten Wirklichkeit. Vorausschauendes Denken lässt uns die Zukunft erahnen und manchmal auch vorhersagen. Wenn wir alle Einflüsse auf die Dinge kennen, dann lässt sich einem strukturierten System eine genaue Vorhersage über die und das zukünftige Geschehen treffen. Störeinflüsse oder systemübergreifende Einflüsse von einem System auf ein anderes fremdes System zeigen Wirkung auf die Struktur und können gefährlich sein. Sie zerstören die Ordnung der Struktur und führen zum Zusammenbruch des Systems bis hin zu einem chaotischen Zustand der Struktur. Eingriffe von außerhalb auf ein in sich geschlossenes und bestehendes System sind schwierig. Man muss abstrakte Systeme so planen, dass die Stellmechanismen schon eingebaut haben, an dem man Veränderungen am System vornehmen kann. Besser ist, man plant Strukturen eines Systems mit austauschbaren Strukturmodulen, wie man Erneuerungen und erneuern kann. Oder mit neuen Modifikationen ein Strukturmodul ins System wieder einbaut, einfach auswechselt, ohne dass das System zerstört wird oder im Chaos verfällt.